welche Filme ich als nächstes in die Kritik nehmen will, weil die immer noch aktuell sind. Blair Witch Project, kennt ihr sicher, vielleicht schon mal gehört oder gesehen. Gucke ich mir nochmal an. Identität hört sich sehr interessant an und ich würde gerne mal wissen, ob das auch ein Klassiker ist. Ein Roadmovie der ungewöhnlichen Art. Lese ich euch gleich noch den Klappentext vor. Flashback werde ich mir anschauen und werde euch sagen, was ich von dem Film halte. Rosemaries Killer. Rosemaries Killer. Hypnos. Und hier haben wir noch einen, allerdings sieht das nach einem holländischen Film, glaube ich, aus. Und ich weiß nicht, ob ich mir den in der richtigen Sprache angucken kann. House of Nine. Nein, House of Nine. Ab 16 Jahre freigegeben. Ein Roadmovie der ungewöhnlichen Art. Der große Trip. Reese Witherspoon, Oscar-Gewinnerin. Ein außergewöhnliches Abenteuer. Basierend auf dem Bestseller von Cheryl Strayed und vom Regisseur von Dallas Buyers Club. Nach Jahren des ziellosen Umhertreibens, einer Heroinsucht und dem Ende ihrer Ehe trifft Cheryl Strayed, Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon, eine wagemutige Entscheidung, verfolgt von Erinnerungen an ihre Mutter Bobby, Laura Dern, und ohne jegliche Wandererfahrung begibt sie sich völlig allein auf einen Trip der Extreme. 3 Monate lang kämpft sie sich fast 2000 Kilometer über die Höhenzüge des Pacific Crest Trail an der US-Westküste von Südkalifornien bis in den Norden Oregons. Eindringlich, kraftvoll und visuell beeindruckend zeigt der große Trip wild. Der große Trip wild in Großbuchstaben die Gefahren, Schrecken und Freuden dieses kräftezehrenden Fußmarsch, der sich Schweiß, Blut und Nerven kostet, aber gleichzeitig stärker macht und letztendlich heilt.